Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Assassin's Creed Unity. So, wir gehen jetzt mal zu der Abschlussfeier und mal gucken, was uns da so erwartet. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position. Und stell keine Fragen, Pisspot. Stets zu Diensten. Ja, die Missionsschwierigkeit habe ich auch schon gesehen. Und war ja klar, ne? Desto mehr Diamanten in diesem Fall, desto schwieriger, ja. Und desto stärker die Gegner. Ja, gut. Wieso ist das jetzt schon? Nein, Schwierigkeit 2, okay. Ich wollte sagen, ist das jetzt schon Schwierigkeit 3? Das kann doch gar nicht sein. Die Wachen töten und die Glocke sabotieren. Okay, wir sollen die aus der Deckung holen. Von wo machen wir das denn mal am besten? Ich würde gerne noch darunter. Okay. So. Jetzt kann man das nicht so irgendwie machen. Okay. Nice. Der sieht mich nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich würde aber sagen, wir machen das einmal. So, jetzt springt der darauf, hoffentlich. Besten Dank. Was? Vor allen Dingen Attentate aus der Deckung habe ich 0 von 3. Warum? Ich habe doch einen. So, war's das jetzt? Sag nicht, der kommt jetzt da hoch. Zack. Oh, verdammt. Ach komm. Machen wir das halt mal so. Und sabotieren. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretin. Wann habt ihr... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde hat immer Leibwachen. Und... umbringen. Zack. Erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de los Herres. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Was habe ich gerade bekommen? Ja. Okay. So, und jetzt hier hoch einfach, ne? Ja. Einfach schnell hoch. Ja, los. Der heißt easy, mit dem mitzuhalten ist nicht das Schwerste, ne? Ja, los, runter da.
Erhalten Sie ein. Hä? Ach so. Was macht er da? Okay. Ich laufe mal ganz schnell weiter. Warum macht er das? Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen, du Spinner? Muss ich erst auf dir rum. LOL! Verpisst euch! Nein, hör auf! Ah, ich habe keine Rauchbomben. Hey, jetzt habe ich doch eine noch. Ja, ich blick gerade nicht wirklich durch, aber okay. Wir stechen sie halt mal kurz alle ab. So, noch mehr. So, ist der jetzt? Okay. Schnell weg, würde ich sagen. Zum Treffpunkt gehen. Ja, okay, wo ist der? Na komm, lauf ihm mal vor, der ist mir zu langsam. Mörd, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisbot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Extremisten. Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen. Und sie überall in der Stadt angreifen. Vorsicht, Leute, Remy hat Monsieur Apinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Ich muss dich sprechen. Das war jetzt aber nicht wegen mir, oder? Weil ich losgelaufen bin. Kurz. Ich hoffe mal nicht. Aber wenn doch, ist es mir eigentlich auch egal. Ja, Entschuldigung. Oh shit. Bin halt ein bisschen falsch gegangen. Was ich halt nicht wollte. Hä, was willst du denn? Ich bin doch da. Ja gut, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum klettert er doch? Ja, guck mal, wo muss ich denn jetzt hin? Muss... Ups. Ich glaube, das war nicht so gut, aber egal. Zack. Boah, das bringt so Spaß, über die Dächer zu springen und einfach irgendwie durchs Haus wie eben. Es ist schön. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Oh shit. Was jetzt? Kampf der Fraktionen. Wachen in Blau greifen Extremisten in Rot immer als erstes an. Vermeiden sie selbst anzugreifen. Ja, habe ich angegriffen oder? Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ja, einfach weiterlaufen. Natürlich schießt er mich ab. So, ach so, da ist. Da unten? Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Oh,
Oh, Mist, das wollte ich nicht. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Komm. Oh, wieso denn? Geschäfte. Sie können Ihre Geräte, Munition und Medizin in Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen und Gesellschaftsclubs. Spüren Sie weiter auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren, um mehr von der Karte aufzudecken. Ja, der da war ein tolles Geschäft hier. Was passiert als nächstes? Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Wie geht's dir, Freund? Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Ah, mein Freund! Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Und all das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Monsieur de la Serre glaubte an einen Waffenstillstand. Und was hat es ihm gebracht? War's das jetzt? Okay. Giftgas. Bomben kaufen. Da, alles auffüllen. Ja. Ein paar Rauchbomben sind immer gut. Kirschbomben, was? Munition. Ja. Ja, gut, wir haben genug Cash. In der Tasche, ja. Medizin ist auch gut. Was haben wir? Nichts weiter. Fähigkeiten. Ah, okay, da kann ich das. Ausrüstung. Wow, das hat viel mehr Schaden. Wieso habe ich das nicht? Das muss ich kaufen, okay. Hat das mehr Schaden als die hier? Ne, ich glaube nicht. Was haben wir denn noch? Wow, das hat viel Schaden. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal eine von hier. Die sind irgendwie alle gleich, oder? Also von den Werten her. Oder nicht? Oder kann ich die schon. Kann ich die. Welche kaufen wir denn? Krummsäbel? Florett? Ja, komm, wir nehmen einfach das hier. So, und was bringt das jetzt noch, wenn ich. Was bringt das? Möchten Sie wirklich von mir aus? Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber er verbessert. Also war es, glaube ich, ganz gut, oder? Ah, das war doch jetzt verbessert. 25% mehr Schaden, oder? Okay, gut. Weiter geht's jetzt mal. Gegenseitig ab, als gäbe es keinen Morgen. Ein Templer-Bürgerkrieg? Macht das die Dinge komplizierter oder einfacher für uns? Man weiß es nicht. Ja, wir können ja mal kurz reingucken. Ja, also ich bin jetzt Elite-Rekrut, ne? Sieht so aus. Und bald sind wir Lehrling. Okay. Gut. Gibt's hier noch was? Was machst du hier? Nichts. Ja, denn. Einfach mal dahin.
Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de Lassay. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de Lassers Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis, und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Nice. Okay. Aber was heißt mit euren Regeln? Ich muss mich jetzt noch an Regeln halten, oder was? Das geht ja gar nicht. Kann ich jetzt daraus? Ich muss mal gucken. Sala. Sorry. Wo geht's jetzt raus? Ba-ba-da-ba-ba-da-ba. Was willst du? Lass mir in Ruhe. Ich will nichts kaufen. Wow, ich wollte gerade sagen, was habe ich denn für einen Anzug hier an? Aber, ja. Spieler 2, ja. Kann ich doch aber jetzt nicht machen, oder? Ich glaube nicht. Deswegen lassen wir das einfach mal. Oh, das sieht nice aus. Muss man schon sagen. So, dann werden wir mal schnell darüber laufen. Oh, warte, wir können ja noch das hier machen. Oder den müssen wir noch machen, ne? Ich glaube ja. Zack. Kommen wir da hoch, oder? War das ein Na egal, wir nehmen die Treppe. Wir sind zwar Assassine, aber... Ja, du! Ich hab dich beim Marsch gesehen! Du hast nicht gejubelt! Du bist nicht mit dem Herzen mit dabei! Ungeheuren. Ich glaube, du bist ein... Hab ich den gerade umgebracht? Upsala. Ich wollte eigentlich nur meine Waffe ziehen und auf einmal... Auf einmal sticht er den ab. Oh. Ja, nun halte still, du Wicht. Ich habe eine Upsa. Nachricht für dich. Ach ja. Das ist aber toll. Leider habe ich keine Zeit für deine Nachricht. Auf ein Wort, ich mein's ernst. So, schnell hoch da. Und dann... Noch ein bisschen weiter. Okay. Guck mal, was ist da unten? Kann ich da... Nein. Kann er da bitte nicht hoch... Alter. Was ist das? Heilige Kopfhäschen. Das ist doch eine Nebenaufgabe, so gesehen, oder? Ich glaube ja.
Aber erstmal mache ich jetzt. Erstmal gehe ich jetzt da hoch schnell. Wer hat da geschossen? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Das ist so die Frage. Können wir da einfach so hin und dann hochklettern? Sieht so aus, ja. Okay, gut, wieso nicht? Kann man ja mal machen. Oh, das zu können wäre doch nice, oder? Guck mal, da kann er nicht hoch. Logisch. So, wo sind wir denn schon? Wie weit muss ich denn noch hoch? Ich muss auf jeden Fall auf den rechten Turm. Bloß. Wie. Wow. Wie komme ich da hoch? Da hoch? Nein. Wohl. Wo geht's da hoch? Okay, dann gehen wir schnell wieder zurück. Wer hat denn gesagt, dass du da runterspringen sollst? Los mit euch. Gut, denn anscheinend geht's nicht. Warum auch immer, keine Ahnung, ich komme da nicht hoch. Alter, ich dachte schon, was ist das denn? Aber das ist, glaube ich, von da sogar. Hört sich auf jeden Fall so an, oder? Ja. Komm, wir gehen mal da nach oben. Da war ich, ne? Und dann? Vielleicht muss ich auf die andere Seite und dann rüber, weil da ist ja auch noch sowas. Ja, egal. Sehr schwierige Mission. Mhm, deswegen ist die Schwierigkeit auch 2. Ich wollte da oben drauf, aber okay. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, von wem die Beichte ist. Und ja, wenn ihr auch so gespannt darauf seid, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder mit ein. Ja, ganz einfache Geschichte. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.